Ja, meine Damen, meine Herren, zu folgenden Themen möchte ich Sie heute informieren. Einmal zu den aktuellen Harzbeschlüssen und unsere Haltung dazu, unsere Position zu Libyen und zu der dort stattfindenden Verhältnissen und Problemen, zur Gutenberg-Affäre und zum Schluss auch noch Bemerkungen zum Parteivorstand. Als erstes zu Harz. Was wir dort erleben ist, dass sich SPD, Grüne, CDU und CSU und FDP auf ein verfassungswidriges Gesetz geeinigt haben. Das ist kurz zusammengefasst das, was in diesem Gesetz beschlossen wurde. Damit ist auch klar, dass dieses Gesetz wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Es ist nur noch unklar, wann. Die SPD ist in zentralen Fragen umgefallen. Es gibt kein Equal Pay, also keinen gleichen Lohn für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Es gibt keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Es gibt auch keinen verfassungsgemäßen Regelsatz. Man könnte von Wahlbetrug auf der Oppositionsbank reden, bei dem, was SPD und Grüne sich dort geleistet haben. Wenn man die offiziellen Zahlen der Regierung nimmt und der Regelsatz mit den Preisen gestiegen wäre, dann hätte der Regelsatz deutlich höher sein, nämlich bei 367 Euro. Er liegt jetzt bei 364 Euro, Vergleich 2008 mit 2011. Das bedeutet, wir haben es mit einer realen Kürzung des Regelsatzes, mit dem, was beschlossen wurde, zu tun. Wir werden alles tun, um dieses Gesetz wieder zu Fall zu bringen, und zwar natürlich vor dem Verfassungsgericht. Dazu gibt es jetzt zwei verschiedene Wege. Der erste Weg ist, dass jemand sich durch die Instanzen klagt. Das werden wir natürlich unterstützen. Die Dauer ist ungewiss, auch der Ausgang ist ungewiss. Es sind immer Einzelfallentscheidungen. Deshalb gibt es eigentlich einen zweiten Weg, und der wäre der Königsweg, nämlich der, dass vor dem Bundesverfassungsgericht eine Normenkontrollklage eingereicht wird. Das wäre ein schnelleres Verfahren und wäre eine prinzipielle Entscheidung. Für dieses Verfahren, das wir wollen, dass eine Normenkontrollklage erhoben wird. Für dieses Verfahren brauchen wir aber ein Viertel der Abgeordneten des Bundestags. Das heißt, es geht nicht ohne Grüne und ohne SPD. Ich fordere Grüne und SPD auf, mit uns eine solche Normenkontrollklage einzureichen. Es ist ja auch absurd, denn in der SPD gibt es selbst eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, dieses Gesetz ist aus ihrer Sicht verfassungswidrig. Und selbst für die, die glauben, es wäre verfassungskonform, wäre es ja eine Bestätigung ihrer Position, wenn das Bundesverfassungsgericht dann sagen würde, ja, diese Regelsätze sind verfassungskonform. Wir denken, sie sind es nicht. Und es wäre für alle eine einfachere Lösung, für die SPD und für die Grünen, wenn sie unser Ansinnen einer Normenkontrollklage unterstützen würden. Deshalb unser Appell, uns in dieser Frage zu unterstützen, um eine schnelle und prinzipielle Klärung dieser Frage herbeizuführen. Übrigens ein Nebenaspekt bei der ganzen Frage, der, glaube ich, noch gar nicht so beachtet wurde, ist der, wir haben ja künftig eine Dynamisierung der Regelsätze im Arbeitslosengeld II-Bezug mit Preisen und Löhnen. Im Prinzip ist das richtig, man muss aber nun betrachten, was bedeutet das für andere Sozialsysteme. Bei der Rente bedeutet das, dass die Bundesregierung offiziell sagt, sie geht davon aus, dass die Preise bis 2013 um 5% steigen werden, die Renten aber nur um 1,8. Das bedeutet, wir werden es in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Kürzung der Renten, der realen Renten, um ca. 3,2% zu tun haben. Das finde ich als äußerst ungerecht und dieses Gerechtigkeitsproblem müsste die Bundesregierung lösen. Deshalb fordern wir übrigens in Einheit mit dem Sozialverband Deutschlands, mit dem VdK, dass wir eine Wiederdynamisierung der Renten brauchen. Und das bedeutet, dass die Kürzungsfaktoren aus der Rentenformel rausgenommen werden müssen und die Renten auch entsprechend eben der Regelsätze beim Arbeitslosengeld II mindestens in dieser Richtung Löhne und Preise eben sich entsprechend verhalten müssen. Zum zweiten Thema, zu Libyen. Libyen gibt Anlass zur Sorge, allerdings auch zur Hoffnung.
Wir fordern ein sofortiges Ende von Gewalt und Morden in Libyen. Die Bevölkerung in Libyen hat genau das Recht, wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch, in Würde und in Freiheit zu leben und sich ihre eigene Demokratie zu gestalten. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die dort aufgestanden sind und für ihre Rechte kämpfen. Deshalb fordern wir, dass sofort jegliche Waffenlieferungen und finanzielle Hilfen für das alte Regime beendet werden. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, mit welcher Heuchelei teilweise diese Debatte stattfindet. In den letzten Jahren war bei Gaddafi zu Besuch Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi, Jacques Chirac, Tony Blair. Die Liste ließe sich fortsetzen. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass sich offensichtlich die Regierungen des Westens abgefunden hatten mit absolut undemokratischen Zuständen in Libyen, wenn nur das Öl in ausreichender Weise fließt und wenn sich Gaddafi sozusagen als vom Terrorismus, der von seinem Land ausging, lossagt. Und ich denke, so eine Position ist zu kurz gegriffen. Sie hält nur immer, solange sich das Volk auch unterdrücken lässt. Aber der Westen darf nicht eine Politik betreiben, die letztendlich die Unterdrückung der Menschen in anderen Staaten, auch wenn dort das Öl bezogen wird, akzeptiert. Deshalb sind wir im Übrigen der Auffassung, dass wir unsere Nahostpolitik grundsätzlich in diesen Fragen überdenken sollen. Denn da gibt es ja auch noch andere Länder, mit denen, wo wir gucken müssten, welche Beziehungen wir eigentlich haben, ohne sie jetzt im Einzelnen zu nennen. Wir sind im Übrigen auch gegen alle Überlegungen, die dazu führen würde, letztendlich in Libyen militärisch zu intervenieren. Die Folge wäre, dass die Gewalt dort zunimmt, dass im Übrigen auch eher die Opposition aus unserer Sicht geschwächt werden würde, weil die Kräfte, die das als Einmischung von außen betrachten würden, eher zu einer Stärkung des alten Regimes beitragen würden. Deshalb lehnen wir das mit aller Klarheit ab. Es geht jetzt vielmehr darum, den Menschen zu helfen, die aus dieser Region flüchten. Und wenn man weiß, wie viele Flüchtlinge bereits die Nachbarländer aufgenommen haben, halte ich die Debatte, die bei uns in der Bundesrepublik um diese Frage stattfindet, wirklich für absolut unwürdig. Wir haben aus unserer Sicht dort auch humanitäre Hilfe zu leisten. Es wird im Übrigen auch auf Dauer nicht funktionieren, die Europäische Union als Bollwerk aufzustellen und so zu tun, als wären die Probleme, die 100 Kilometer von der eigenen Landesgrenze, zwar durch Wasser getrennt stattfinden, bei Malta betrachtet ja noch näher, als wäre das sozusagen eine natürliche Grenze, die dazu führt, dass die Probleme nicht bei uns aufschlagen. Das wird nicht so sein. Im Übrigen haben die Verhältnisse, die wir dort inzwischen haben, dazu geführt, dass wir auch das bei uns merken, insbesondere bei den Energiekreisen. Es ist absolut unakzeptabel, dass die Energiekonzerne bei uns, inzwischen die erhöhten Rohstoffpreise für Öl schon an den Zapfsäulen in einer Weise weitergeben, dass man sich überlegt beim Tanken, ob man eine Beteiligung beim Ölkonzern erworben hat. Das ist nicht mehr akzeptabel, vor allem deshalb, weil das Öl, das dort verarbeitet wurde, zu Benzin zu einem bei weitem billigeren Preis gekauft wurde. Also wir haben es dort wirklich mit Abzocke der Ölkonzerne zu tun und wir fordern die Bundesregierung auf, sich Überlegungen zu machen, wie man auch das wieder klärt. Und eine Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel auch eine besondere Spekulationssteuer bei diesen Unternehmen erhebt, die nun die Bürger abzocken. Und diese Spekulationssteuer könnte man dann ja zum Beispiel auch, ich sag mal, wieder zurückgeben an die Bürger. Wir schlagen im Übrigen auch vor, dass wir uns überlegen, wie wir insbesondere für die Menschen, die jetzt diesen Benzinpreis sowieso nicht mehr zahlen können, in irgendeiner Form die Mobilität erhalten. Und deshalb sagen wir, es wäre auch die Gelegenheit, dass man darüber nachdenken müsste, wie man eigentlich für Menschen mit wenig Einkommen die Bahn wieder attraktiver macht, indem man dort auf die Preise einwirkt. Als Eigentümerin der Bahn, das ist ja die Bundesrepublik Deutschland, könnte man über ein Maßnahmenpaket nachdenken, um bezahlbare Fahrpreise bei der Bahn auf den Weg zu bringen. Wir schlagen zum Beispiel vor, dass Menschen, die ein Einkommen unter der Hälfte des Durchschnitts nachweisen können, eben einen Anspruch auf eine Bahncard 25 haben, zum Beispiel für 5 Euro. Und die Regel muss auch gelten für Rentner, für Arbeitslose, für Studenten und Auszubildende.
Denn sonst erreichen wir oder kommen wir in einen Zustand, dass sich ein Teil der Menschen, die am unteren Einkommen sich bewegen, die Mobilität genommen wird durch das, was sich bei uns an Abzockerei der Energiekonzerne abzeichnet. Ich will nochmal darauf hinweisen, das, was jetzt an Verteuerung der Rohstoffpreise zu verzeichnen ist, hat überhaupt nichts zu tun und ist nicht die Ursache dafür, dass bei uns der Benzinpreis in dieser Weise sich nach oben entwickelt. Im Übrigen sollte auch über die Fahrpreise für Pendlerstrecken nachgedacht werden, denn dies ist die Voraussetzung dazu, dass Menschen überhaupt noch zu ihrem Arbeitsplatz gelangen können. Und wenn man das insbesondere in Zusammenhang mit einem nicht vorhandenen Mindestlohn bringt, wird dadurch, weil ja erwartet wird, dass die Menschen mobil sind und auf sich lange Strecken zum Erreichen des Arbeitsplatzes einlassen, da wird das langsam für einige schlichtweg nicht mehr interessant, weil über die Fahrkosten mehr an Geld draufgeht, als dann noch verdient werden kann. Zum nächsten Punkt, meine Damen und Herren, zur Gutenberg-Affäre. Wie es ist bekannt, Gutenberg hat sich seine Dissertation letztendlich von anderen schreiben lassen und ohne deren Wissen das als seine Arbeit ausgegeben. Das ist nichts Neues. Allerdings wirft die Frage der Verwendung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags doch noch Fragen auf, die aus meiner Sicht nicht geklärt sind. Nicht geklärt ist nämlich, ob der Bundestagspräsident Lammert, ob der denn überhaupt ein Ermessen bei der Prüfung des Falls hat. Kann Herr Lammert tatsächlich entscheiden, ob geprüft wird, ob der wissenschaftliche Dienst korrekt verwendet wird oder ist es mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit, das zu prüfen? Insofern wirft die Entscheidung des Ältestenrates, die Mehrheitsentscheidung des Ältestenrates, doch die Frage auf, ob das nicht ein Geschmäckle hat. Soll da was unter den Tisch gekehrt werden? Denn wenn deutlich wird, dass er offensichtlich aus sechs verschiedenen Quellen in den wissenschaftlichen Dienst verwendet hat für seine Arbeit, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das versehen ist, sondern das ist dann schon Vorsatz. Und ich denke, da reicht eigentlich dieser Anfangsverdacht aus, um ein Verfahren einzuleiten, das entsprechend zu prüfen. Und ich denke, auch im Interesse, dass da nichts hängen bleibt, auch nicht an den Institutionen des Bundestags, wäre Herr Lammert gut beraten, wenn er die Fakten schnell in einem Verfahren wirklich ermitteln lassen würde, damit man weiß, wie man in dieser Sache eigentlich dran ist. Im Übrigen, wir sind der Auffassung, Herr Gutenberg hat sich da in einem Lügengebäude verlaufen und Frau Merkel könnte ihm den Notausgang zeigen und der wäre Entlassung. Inzwischen ist das nicht mehr nur ein Fall Gutenberg, sondern ein Fall Merkel, denn mit ihrer Akzeptanz des Verbleibens von Herrn Gutenberg in der Regierung trägt sie dazu bei, dass der Standort als Wissenschaftsstandort in einer Weise beschädigt ist, dass man sich fragt, naja, wir haben einen Verlust des Vertrauens unserer Bürger, sie vertrauen der Rente nicht mehr, sie vertrauen zunehmend den Institutionen nicht mehr, sie beteiligen sich nicht mehr an Wahlen. Ein Punkt war noch der Doktortitel der Bundesrepublik Deutschland, der dort verliehen wurde. Und wenn der jetzt auch zum Ransch verkommt, weil es offensichtlich nicht schlimm ist, wenn man bei der Erwerb eines solchen betrügt, dann, glaube ich, ist nun an der Kanzlerin Schaden von dieser Republik wirklich abzuwenden und sich an das erinnert, was sie bei ihrem Eid gesagt hat. Ja, meine Damen und Herren, das wäre das, was ich Ihnen unmittelbar mitzuteilen hätte.